So, Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück bei Need for Speed Most Wanted aus dem Jahr 2005. Beim letzten Mal hatten wir den Lambo freigeschaltet, wir haben den Ming besiegt, es hat alles super geklappt. Und dann stand Walle wieder vor dem Problem des Tunings, was ja eigentlich hammergeil ist, dass man so viel tunen kann, aber ich tue mich da immer schwer und war auch nicht so ganz zufrieden mit dem, was da rauskam. Da kam ein mattweißer Lambo raus, der Lambo an sich ist geil, aber das Tuning hat mir noch nicht so gut gefallen. Ich habe dann mir einfach mal ein paar Videos angeschaut auf YouTube. Das hilft immer, wenn man ein Problem hat, was Tuning angeht. Schaut man sich 5-6 verschiedene Tuning-Videos an. Die Leute machen es alle komplett unterschiedlich. Und dann hat man so ein paar Inspirationen. Und dann bin ich doch wieder zu dem Giftgrün zurückgekommen, was ich damals bei meinem Golf hatte. Ich weiß, das ist nicht die Farbe für alle Leute. Ich weiß, manche mögen das nicht. Aber ich finde das Giftgrün fand ich immer schon. Also es gibt so ein paar Autofarben, die ich gut finde. Zum einen dunkelgrau, weiß, Rot, Orange und Giftgrün. Ich glaube, das hat es fast schon so zusammengefasst. Das sind so die Farben, die ich am ehesten mag. Und ich finde Giftgrün vor allem bei sportlichen Wagen. Man muss da nur mal an den Ford Focus, ich weiß nicht, welche Version genau es ist. Ich glaube, Ford Focus TTRS oder so. Auf jeden Fall einer von, oder ST oder, ich glaube, der TTRS war es. Nee, TT war ist ja Blödsinn. Ich glaube, der Ford, doch. Also Ford Focus RS oder so. Auf jeden Fall irgendeine sportliche Variante vom Focus gibt es in Giftgrün von Werk aus und der sieht auch hammergeil aus. Ich finde, das ist für sportliche Autos eine gute Farbe. Ich habe aber so ein bisschen meine ganzen Prinzipien über den Haufen geschmissen. Gut, die Felgen sind gleich geblieben, aber ich habe ein breiteres Bodykit drauf, ich habe eine Carbon-Motorhaube drauf, ich habe einen dickeren Spoiler drauf. Habe das aber ohne Aufnahme gemacht. Jetzt, das ist jedenfalls jetzt dabei rausgekommen. Von vorne gefällt mir jetzt ziemlich gut so und von hinten ist es auch okay. Es sieht halt aus, wie der Lambo von hinten aussieht. Eine Sache stört mich jetzt noch. Moment, die will ich noch ganz kurz machen. Dann sind wir aber auch final fertig erst einmal. Und zwar, was war's jetzt? Ach so, die Armaturen da. Sind die hier? Ja, ne? Die sind mir noch nicht, die gefallen mir von den Farben her noch nicht so. Naja. Ich weiß ja nicht. Ich bin irgendwie noch nicht so echt. Ich komme da nie auf den Nenner, den ich haben will. Aber gut. Oder wenn wir das jetzt dabei lassen, so. Ja, lassen wir das erstmal so. Okay. Also, das ist im Endeffekt jetzt aber rausgekommen. Das ist unser kleiner giftiger Lambo jetzt. Der ziemlich viel Power hat. Und mit dem gehen wir jetzt erstmal zurück zum Unterschlupf. Und speichern den einmal. Ja, jetzt sind wir nämlich schon ziemlich weit fortgeschritten im Spiel. Wir haben schon den Lambo erreicht und damit eines der schnellsten Autos, was wir wahrscheinlich sogar behalten werden, bis zum Blacklist Fahrer Nummer 1. Deswegen bin ich aber überlegen, ob wir nicht einfach in den alle Leistungsteile reinhauen sollen, die wir noch haben. Aber ich muss mal schauen, vielleicht mache ich das noch. So, erstmal gehen wir jetzt auf die Blacklist und wir fahren erstmal Rennen. Wir stehen jetzt an gegen Blacklist Fahrer Nummer 5, Webster. Und für den müssen wir erst einmal 7 Rennen gewinnen. Deswegen will ich mal eben reinschauen, was haben wir denn so. Haben wir ein Drag-Rennen, dann fahren wir das nämlich schon mal. Was? Kein einziges Drag-Rail, die sind immer Mangelware. Warum eigentlich? Warum mag keiner Drag-Rail? Dann fangen wir halt an mit einem Sprint. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Gegner für Autos fahren, wenn wir hier mit dem Lambo ankommen. Ich musste schon mit meinem Porsche auch schon vor Ewigkeiten gegen Lambos fahren. Aber die haben jetzt gar nicht so die Mega-Schlitten dabei, ne? So, jetzt will ich mal gucken. Lass sie stehen, ja. Alter, der Giftzwerg. Also von vorne gefällt mir jetzt richtig gut. Und dieser Sound von dem Lambo, ey. Also das wird unser Wegbegleiter sein bis zum, wahrscheinlich sogar bis zum Razor. Aber müssen wir mal schauen. Ich finde den einfach, den Galado, ich finde den hammergeil. Und deswegen bleiben wir wahrscheinlich bei dem. Insofern, ja. Schön. Geiler Wagen. Leistungstechnisch sowieso super, kann man ohne Probleme mitgewinnen, alles. Alter, ist das ein Wagen, ha? Ich meine, wir müssten jetzt eigentlich relativ leichtes Spiel haben, weil der hat ja sogar Teile drin, die wir theoretisch noch gar nicht haben. Ja, das haben wir ja gesehen. 2 oder 3 Teile sind da drin. Die habe ich selber noch nicht mal. Aber die sind trotzdem hier schon verbaut, dadurch, dass der halt von einem Blacklist-Fahrer stammt. Insofern geiler geht's eigentlich gar nicht. Ist das ein Wagen, Leute? Ich werde natürlich noch ein bisschen da beim Feintuning mal schauen müssen, dass wir da vielleicht da noch ein bisschen dran rumschmieren oder rumspielen.
Mit Nitro kannst du mit dem alles aus dem Weg schieben, habe ich das Gefühl. Aber Nitro drücken und alles wird weggeschoben. Egal, was es ist. Hör mal, wo lenkt uns das Spiel hier eigentlich gerade lang? Das ist doch keine Rennstrecke. Da bin ich auch irgendwie von abgekommen gerade, ne? Obwohl, nee, hier ist auch Offroad. Auch keine richtige Rennstrecke. Oh mein Gott. Ich sag doch, das ist keine Rennstrecke. Hier stehen überall Bäume. Wir fahren hier durch den Wald. Hoho. Mann! Das kann doch nicht sein. Das Spiel setzt mich so zurück, dass ich direkt wieder gehen die nächsten. Aber guck mal, seht ihr das? Die haben genau dieselben Probleme wie ich. Das ist doch. Wer hat denn da die Strecke lang gelegt? Die KI-Gegner bleiben auch alle hängen. Ja, kein Wunder. Die Bäume stehen da so mies. Ist ja nicht normal. Was ist denn da los, sag mal? Und selbst wenn ich 3 oder 4 Mal gegen den Baum gefahren bin, bin ich immer noch mit Abstand erster, weil die selber genau die gleichen Probleme haben und hinten an den Bäumen kleben. Ja, ist doch schön. Mach den Weg frei, sonst mache ich den Weg frei. Der Lambo, der schiebt alles weg. Ich freue mich schon darauf, mit dem dann gegen Cops zu fahren. Die werden so böse meinen Staub fressen. Ich wusste es, ich wusste es. In dem Moment, wo ich in die Kurve eingegangen, da wusste ich schon, gleich frisst die Kante. Nom, 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 der Lambo kaut die da mit seiner... Ja, wir müssen bei dem halt auch noch da ein bisschen das Handling verbessern. Im Feintuning, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, machen wir nach dem Rennen. Ich versuche das erstmal noch zu Ende zu fahren hier und dann... verbessern wir bei dem auch mal das Handling noch ein bisschen. Na, ich habe aber meinen 11-Sekunden-Abstand nicht halten können. Das sind nur noch 2 Sekunden hier. Wo auch immer die jetzt 9 Sekunden aufgeholt haben. Wahrscheinlich mit Gummiband. Ach ja, der gute alte Lambo. So ein geiler Wagen. Ihr könnt mir mal schreiben, also wahrscheinlich habt ihr den ja auch immer benutzt, wenn ihr das Spiel gespielt habt. Oder viele von euch wahrscheinlich. Könnt ihr mir ja mal schreiben, wie ihr den immer so getunt habt. Welche Farbe, ob er so ein bisschen so belassen, wie er eigentlich ist, von Natur aus. Oder ob ihr den richtig umgetunt habt, so wie ich das jetzt gemacht habe. Es gibt ja auch Leute, die finden, solche Wagen darf man gar nicht tunen. Die fahren dann mit dem so, wie er von Werk aus ist. Außer halt leistungstechnisch. Da tunen sie dann doch. Aber der ist ja jetzt doch ziemlich stark verändert worden. Oh, guck mal, da steht noch... da ist noch jemand gefahren. Ja, haben wir gewonnen, das erste Rennen. Schön. So, ich schau mal eben ins Feintuning. Ich würde bei dem gerne vom Handling her so ein bisschen Richtung Handling gehen. Warte mal, nach links. Nach rechts, wenn er weniger driften soll. Dann machen wir den mal 2 nach rechts. Wie ist das mit der Lenkung? Wenn du die Lenkung direkt da anspricht. Machen wir mal 2 nach rechts. Bodenfreiheit. Meint ihr, wir können die überhaupt noch weiter reduzieren? Nitro machen wir mal ein bisschen Richtung Schub und das auch mal ein bisschen Richtung hohe Drehzahlen. Ich glaube... der ist eher einer, der in den hohen Drehzahlen aktiv ist. Ja, wohl im Endeffekt. Ja, wir machen es mal so, komm. Wir schauen mal, wenn wir nicht zufrieden sind, können wir es ja immer noch alles verändern. So, haben wir das erste Rennen schon. Wir schauen in die Blacklist. Weiter geht's mit, was machen wir? Ich hätte Lust auf Radarfalle. Minimal, los, ab geht's. Brrrm, brrrm. Ja doch, der gefällt mir jetzt. Der sieht jetzt schön böse aus. Und das gefällt mir vor allem auch, wie wir am Start einfach alle stehen lassen. Ah, wer hat denn diese Kurve gebaut? Ich dachte vielleicht, der hat der genauso reingesammelt. Ich dachte vielleicht, da geht es um die Kurve auf die Straße weiter, aber nicht, dass es hier so krass rumgeht. Hier im Untergrund geht's weiter, okay. Das erinnert ja jetzt total an Need for Speed Underground wieder hier. Also ans Erste. Yeah, ich will auch hüpfen! Woo!
Ah, aua. Aua. Also das muss wehgetan haben, wenn der da in echt drin gesessen hätte, wäre der aber jetzt sowas von tot. So, jetzt haben wir natürlich nur eine schlechte... Was? Ich hatte die beste Geschwindigkeit, obwohl ich da so krass... Okay. Was auch immer die gemacht haben, da hätte man ja locker mit 350 Sachen durchbrettern können. Aber wer hat denn diese Kuben hier reingebaut, hör mal? Das bringt mir natürlich nichts, wenn ich der Schnellste bin. Wenn die da so weit vorne sind, dann reißen die mir so viel Höchstgeschwindigkeit wieder runter. Am Ende, dass ich da gar keine Chance habe. Also wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufholen. So, der Wagen ist zu niedrig. Der schabbert so ein bisschen über den Boden. Ihr merkt das wahrscheinlich. Ich mach den mal ein bisschen höher. So, mal gucken, ob das besser ist. Na, immer noch, ne? Da ist immer noch so ein bisschen... Sind immer noch so ein paar Funken manchmal. Aber er lenkt gut. Er lenkt gut. Vom hinten her gefällt es mir schon sehr gut. So, die sind mir immer noch zu weit vorne weg. Ich bin halt mit Abstand Erster, was die Geschwindigkeit angeht. Aber ich muss vor allem mal ein bisschen aufholen. Aber das haben wir jetzt gerade gemacht. Wenn da jetzt einer von denen gewinnt, wäre nicht mehr schlimm. Ich habe, glaube ich, genug Geschwindigkeit, um das auszugleichen. Na, mal schauen. Kommt denn noch einer? Ja, ne? Obwohl, ich glaube doch, einer kommt noch. Ja, okay, das ist dann der Letzte. So, ich war auf jeden Fall von der Geschwindigkeit her der Beste. Jetzt ist nur die Frage, reicht das? Das reicht. Das reicht. Das reicht. Ja, Sieger. Okay, wunderbar. Ist er immer noch zu tief? Ich habe das Gefühl, der schabt immer noch über den Bogen, aber ich bin mir nicht sicher. Ah, es geht, ne? So, machen wir noch ein Rennen, oder? Ja, komm, eins machen wir noch. Und ich bin gerade so im Radarfallenfieber. Wir machen direkt noch eins hinterher. Mit diesem Lambo, ich meine, vom Leistungstuning her sollten wir jetzt momentan eh alle Rennen gewinnen, ne? Also, außer wir stellen uns extrem blöd an, weil der ist nun mal einfach so überlegen. Allein dieser Start ist immer so göttlich, wenn man einfach nur in den Rückspiegel guckt und sieht, wie alle stehen bleiben. Und der ist bei 200 Sachen innerhalb von 1-2 Sekunden. Zack, zack. 260, 270, 280. Ja, ist halt nicht mehr normal, ne? Das ist halt, dann wird das Spiel irgendwann unrealistisch. Okay, ist es auch sonst, aber was die Geschwindigkeitsdaten angeht, spätestens jetzt ist es nicht mehr normal. Den Lambo müsste mir erstmal zeigen, der in 2 Sekunden auf 200 ist. Aber ich meine, ich bin zufrieden. Mir macht es ja Spaß. Mit so einem geilen Wagen hier werden wir noch viel Spaß haben. Steuert sich auch ein bisschen besser als der Porsche, insofern. Und ich meine, hier auf den geraden Straßen kann er natürlich mal so richtig zeigen, was in ihm steckt. Schöne 339 km/h in der Blitze. Das müssen die anderen erstmal überbieten. Na, immerhin noch 286. Bin auch schon wieder fast 100 km über dem zweiten. Und vor allem auch mit Abstand Erster, was auch ein Vorteil ist. Also, ja, ich würde sagen, seitdem wir den hier haben, so ein geiler Wagen, ja? Alter, ich meine, der Porsche war gut. Mit dem konnte man gut gewinnen. Der hat Spaß gemacht. Der klang gut. Hat sich halbwegs gut steuern lassen. Aber, Alter, 316 km/h. Aber der hier ist natürlich echt, das ist eine Hausnummer, ja? Das ist ein Auto, ey. Alter Schwede. Bei aller Liebe zu deutschen Autos, ich muss sagen, da können sich die Italiener einfach besser bei Lamborghini. Meine Meinung, ich finde den einfach so viel geiler.
Als jeden Porsche. Okay, vielleicht nicht als ein Carrera GT. Das ist eine Legende, aber sonst würde ich den hier wahrscheinlich jedem Porsche vorziehen. So, wir haben auch fast, ne, wir haben 99 km/h mehr geholt als der zweite und sind damit auch im Ziel mit 317 km/h. So, krass, ja, toll. Hui! So, wollen wir noch ein Rennen machen? Oder machen wir beim nächsten Mal weiter? Ich weiß halt nicht, wie lange das jetzt noch dauert, aber wir haben auch gerade mal 15 Minuten, also eigentlich könnten wir noch was Kurzes, könnten wir noch machen. 8 Kilometer Sprint. Ah, aber das maximale, nee, das maximale Kopfrisikorate. Auch maximal, das würde ich sagen, machen wir das noch, das ist auch kurz. Minimal, aber 10 Kilometer. Ja komm, wir fahren noch das eine Mautstellenrennen hier. Wir sind mal nicht so knickrig und dann geht's beim nächsten Mal weiter mit den Rennen. Zack, 200 km/h. Ja gut, vielleicht sind es nicht ganz 2 Sekunden, aber schon so 3 oder so. Das Tempo, bei dem gute Wagen auf 100 kommen. Das schaffen wir mit Nitro 200. Und sind jetzt schon bei 300. Drifting! Aus dem Weg! Kamera muss da durch! Das ist natürlich besonders geil, wenn man hier so eine Strecke hat, die schön über den Highway führt. Da kann man auch mal ordentlich aufs Gaspedal drücken. Also ich weiß noch, beim letzten Mautstellenrennen, das haben wir ja noch mit dem Porsche gemacht, da hatten wir bei fast jedem Checkpoint die Sekundenzeiger drauf und jetzt war ich aber fast 20 Sekunden schnell genug. Also das ist schon wieder ein Unterschied hier, ne? Der ist eine andere Hausnummer als der Porsche. Ganz klare Sache. Autsch! Das hat wehgetan, glaube ich. Voll in die Hinterachse des LKWs. Also wenn die mal nicht in echt ordentlich beschädigt wäre. Aber der fährt wahrscheinlich einfach weiter. Mein Lamborghini ist ja auch nicht beschädigt. Also, was soll's. Passiert halt mal. Kommt schon mal vor, sowas. So ein kleiner Unfall. Ich habe die Kurve noch gesehen. Dachte mir dann, haust du jetzt deinen Speedbreaker rein? Nee, komm. Handbremse, querschieben und dann wieder raus aus der Kurve. Der beschleunigt ja Gott sei Dank ziemlich schnell hier. Das ist aber auch ein Tempo, was wir inzwischen fahren hier. Durchgehend so an die 300. Das ist schon krass. Das Gute ist, mit Nitro kannst du wirklich alles wegschieben. Selbst wenn Autos hier reinfahren und Bushaltestellen dir irgendwas im Weg steht, du schiebst und schiebst und schiebst und alles fliegt weg. Und das hier haben wir auf jeden Fall mit großem Abstand ohne Probleme gewonnen. Schön. So, jedes Mal nach dem Rennen kommt die Meldung, ne? Die kommt immer nach dem Rennen. Schön. Also, wir haben schon die ersten 4 Rennsiege. Der Wagen geht ab wie Schmidts Katze mit Zäpfchen im Po. Also, das ist nicht mehr normal. Giftgrüne Monsterkugel mit viel zu viel Power. Beim nächsten Mal holen wir uns die restlichen Rennsieger und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin heißt es aber erst einmal euch noch einen schönen Tag und alles Gute. Euer Wahl, ich bin raus. Bye, bye.